Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu der richtig krassen Episode auf YouTuber Insider. Ich hoffe, genau dir geht es gut. Lass mir ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, irgendwann in deinen Kommentar, um im nächsten Video auf jeden Fall erwähnt zu werden, meine lieben Freunde. Ich werde mir da genau drei Leute raussuchen. Deswegen spamt die Kommentare zu, meinen lieben Freunde. Und die heutige Folge ist wirklich wieder zu spannend, Freunde. Verpasst wirklich nichts. Guckt euch das Video auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende an, meine lieben Freunde. Denn das, was passiert, ist wirklich einfach nur bodenlos. Viel Spaß. So, meine lieben Freunde, und damit sind wir jetzt auch auf der YouTuber-Insel. Warum ist da oben ein Lama? Hä? Was macht das sofort? Ah! Bro! Oh mein Gott! Hä? Wer bist du? Gib mir... Bro! Was war das? Und wie konnte der bitte hier rüberlaufen? Ey, das... Ich bin noch nicht verrückt geworden. Ey, diese Person ist gerade einfach hier rübergelaufen, obwohl ich hier... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und warum wurde mir ein Totem gezogen, bitte? Und oh, habt ihr auch dieses Atmen gehört? Was war das, bitte? Und wer... Die Frage ist, wer war das? Und da hat mir ein Buch gedroppt. Buch und Feder. Oh mein Gott. Ey, das kannst du keinem erzählen. Genau das Buch, was wir gestern in Tobis Keller gefunden haben. Bloß mit der Änderung, dass da unten steht, du hast nur noch 3 Tage und keine 4 Tage Zeit. Also diese Gestalt macht mir irgendwie Druck oder sowas. Ey, ich check's nicht. Ey, ich hab mich gerade so krank erschrocken. Aus dem Nichts wird mir zu Beginn der Folge einfach ein Totem gezogen. Oh mein Gott, ich muss kurz runterkommen. Ich check's nicht. Aber warum? Warum wird mir so Druck gemacht? Warum muss ich das unbedingt tun? Was, wenn ich das nicht will? Ich check's nicht. Also egal, was es war oder wer es war keiner, der trollen kann, außer vielleicht Tobi. Aber warum sollte Tobi das tun? Tobi, warum sollte mir einfach so ein Totem ziehen? Und wie könnte die Person hier einfach über dieses Loch hier rennen? Ich check gar nichts, Leute. Ich check wirklich gar nichts. Das Erste, was ich tue, ist jetzt erstmal in Tobis Keller zu gehen. Weil, also... Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Person hat wieder das Buch aus meinem Inventar genommen und... Nein, ich höre wieder das Atmen. Das kannst du keinem erzählen. Wo? Wo ist die Person? Was willst du von mir? Hä? Aber... Ich höre das Atmen, aber ich sehe die Person nicht. Es muss irgendwo hier in der Nähe sein. Hä? Wo ist sie? Aber hier... Ich höre hier niemanden. Die Person muss irgendwo hier... Oh mein Gott. Was willst du von mir? Ich attackiere... Hä? Was? Ey, genau da, wenn ich komme, ist die Person weg. Jetzt ist das Atmen auch weg. Ich check es nicht. Was passiert hier? Oh mein Gott, das Atmen ist wieder da. Das Atmen ist wieder da. Das kann nicht sein. Ey, das ist irgendwie so ein Stalker oder so. Als ob mich die Person verfolgt oder so. Habe ich hier gerade Rasen? Oh mein Gott. Bro, du machst mir Angst. Bist du jemand, der mich trollt? Ey, das bewegt sich genau dann nicht, wenn ich das angucke. Warte mal. Oh mein Gott. Ich muss lachen, weil das so gruselig ist. Es ist geisteskrank. Ey, nein. Ey, Leute, ich kann das nicht. Warum lache ich gerade? Das ist eigentlich... Das ist so gruselig. Oh mein Gott. Ey, immer wenn ich... Ich kann das nicht. Kannst du reden? Bist du dafür zuständig, dass ich diese komische... Dass ich diesen Auftrag erledige? Hä? Ich höre die Person nicht mehr. Hä? Ich check's nicht. Ich check es nicht, Leute. Ich stehe so unter Schock. Wer oder was ist das? Leute. Oh mein Gott. Wer bist du? Rede doch mit mir. Ich schreibe es in den Chat. Wer bist du? Die Person ist weg. Als wenn die Person noch einmal kommt, ich drücke diesen Knopf. Ich werde diesen Knopf drücken, dass ich hier einfach weg bin. Ey, Bro. Nein. Wenn du mir zu nahe kommst, ich drück den Knopf. Ich weiß, dass du mich verstehst. Ich drück den Knopf jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Person ist da oben. Ich hab dir noch kurz gesehen. Ey, ich kann das nicht mehr, Leute.
Ich kann es nicht mehr. Was passiert hier? Ey, da fällt mir gerade auf, Leute. Da fällt mir was auf. Guck mal. Wisst ihr noch damals, als ich auf einer Reise war, bezüglich diesen Relikten, die ich sammeln musste, wo wir dann am Ende diese Schallplatte bekommen haben, ne? Da hat mich ja auch, da habt ihr die Kommentare auch zugespammt, dass mich irgendwie was beobachtet oder sowas. Das hat man auch im Nachhinein in den Aufnahmen gesehen. Hat das was damit zu tun? Das würde irgendwie Sinn machen, aber irgendwie auch nicht. Stellt euch vor, ich werde jetzt seit Tagen, seit Wochen von der gleichen Person beobachtet. Aber jetzt, ausgerechnet heute, gibt die sich preis. Oh, ich habe MLG geschafft. Warum sehe ich diese Person jetzt aus dem Nichts? Genau dann, wenn ich dieses komische Buch einfach finde. Und ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Ich habe nur noch 3 Tage Zeit. Und jetzt zieht diese Person, diese dunkle Gestalt, mir einfach so aus dem Nichts ein Totem, so ein auf Bestrafung, dass ich das jetzt mal langsam machen soll. Ey, check's nicht, Leute. Ich check es nicht. Ein Stern, eine Schere, ein Pfeil, ein Apfel und ein Totenkopf. Was soll es sein? Was soll ich damit tun? Ich habe echt gerade Angst, dass diese Person irgendwie jetzt gleich kommt. Und mir irgendwie oder mich weiterhin verfolgt, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß, was ich machen soll. Okay, Leute, am liebsten... War die Tür schon offen? Keine Ahnung. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich mit Tobi reden wollen. Weil... Also, es sind wirklich so viele offene Fragen bezüglich Mira, bezüglich diesen komischen... roten, sag ich schon, bis dieser schwarzen Gestalt, was auch immer das ist. Aber er ist halt gebannt. Und ich weiß nicht, wie ich ihn... Hallo? Na du, wie geht's dir so? Warte mal, seit wann habt ihr... Du kleiner Wurstgulasch, Junge. Was? Warum beleidigst du mich als Wurstgulasch? Was macht sich hier? Was wollt ihr? Warum habt ihr wieder Sachen? Guck mal, Tridan. Weiß er, ich hab dich entschuldigt und so. Das größte Problem dabei ist. Was ist das Problem dabei? Warte. Also die ganzen Entschuldigungen. Du hast Schweinchen? Warte, ich habe gerade 2 Fragen. Warum schweiche ich so schnell? Die ganzen Entschuldigungen, die du jetzt an alle getan hast, war einfach gelogen. Warte, lass mich überlegen. Ja. Hä? Warum macht er das jedes Mal? Und warum hast du Schweinchen wieder? Das ist meine 2. Frage. Also du hast dich gar nicht entschuldigt, bei niemandem. Alter! Bro! Warum habt ihr beide eure Items zurück? Was für ein Macher? Aber wer hat euch die wieder besorgt? Das kann nur Mira gewesen sein. Wieso hast du TNT? Hey, wieso hast du TNT in der Hand? Nein, hör auf damit! Bro, du hast jetzt mal Flamme auf dem Bogen, du Idiot. Aber was wollt? Hör doch auf, das ist Tobis Hausmann. Bro. Ah, du hast Schweinchen. Ey, es ist so dumm. Junge Steinchen, lass doch. Ich hab nichts getan, Mann. Aber was wollt ihr jetzt von mir? Warum seid ihr jetzt hier hingekommen? Alfie, lass das mal kurz. Ich rede für ihn. Lass mal kurz hier rausgehen. Ich will hier drin nicht mit euch reden. Kommt her. Weil ich habe hier ein bisschen mehr Freiheit, okay? Okay. Ja, was wollt ihr, hä? Was, okay? Ihr wollt doch reden, hä? Ihr wollt doch mit mir reden. Warum soll ich jetzt reden? Ja, was wollt ihr? Sagt doch jetzt. Ja. Was ja? Digga, seid ihr dumm geworden? Was ist mit euch los? Hä? Tridan, Junge, sag's mir mal genau zu, Junge. Guck mir die Augen, Alter. Ja, ich gucke in deine hässlichen Augen. Ja. Junge, aber ich schnauze, Junge. Alter, ey. Bro, chill doch, Mann. Ich spreng gleich deine Kuppe, Junge. Du kannst mir gar nichts tun. Lass meine Kuppe damit nichts zu tun. Nein! Ey, meine Kuppe damit nichts zu tun. Steinchen. Wir drehen mal Klartex, Junge. Was hast du? Hast du eine Narbe im Gesicht? Was ist das? Du hast mich bestimmt lange nicht mehr gesehen, oder? Und wieso lange? Ja, keine Ahnung. Paar Tage oder so? Dann, Bro, guck mal, wie ich aussehe. Wie siehst du aus? Was ist das? Ich bin voller Kacke. Das ist keine Kacke, das ist orange. Das ist so Sonne oder so. Bist du Sonnenkrieger? Nein, er darf nicht mal eine Kuppel sprengen. Ey, wenn er mal eine Kuppel sprengt, Steinchen, ne, dann muss ich euch attackieren. Ey, warum? Das hab ich. Ey! Also, hör auf damit! Lass das ziehen! Ey! Yeah! DND!
Nein, ey, das ist so dumm. Hört doch auf! Friedhelm, putzt du etwa mit Packeis das Löschen? Mit was? Oh. Junge, lasst mich jetzt in Ruhe. Verzieht euch jetzt. Verzieht euch, verzieht euch. Was? Was? Bro! Wir sind stärker geworden, hä? Ihr seid nicht stärker, ihr habt einfach nur eure OP-Items. Mehr habt ihr nicht. Guck mal, für einen Fight habe ich jetzt gar keine Zeit. Komm doch, wenn du nicht raus, hä? Warte mal. Warum lachst du schon wieder? Hör auf zu lachen. Aber warte mal. Eine Frage, warte, eine Frage. Ernst gemeint. Hattet ihr schon mal irgendwie so eine schwarze Gestalt oder so auf der Insel gesehen? Die euch verfolgt hat oder sowas? Nein, nicht hat da war, so komplett dunkel. So, der atmet so richtig komisch. So. Warum sollte ich? Habt ihr nicht? Okay, und damit, Jungs, verabschiede ich mich. So, das kann ich mir nicht geben. Das kann ich mir nicht mehr geben, Leute. Also, die beiden haben irgendwie ihre Items zurückbekommen. Ich habe keine Ahnung wie. Jetzt wollen die sich irgendwie rächen oder so. Diese ganzen Entschuldigungen und so, die hatten. Einfach alles gelogen. Alles fake. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, Leute. Keine Ahnung, aber das habe ich gerade echt nicht nötig. Ich habe andere Sachen vor. Ich muss unbedingt klären, wer oder was das gerade war. Diese schwarze Gestalt. Und was das jetzt alles... Oh Gott. Fliegen da oben. Nicht, dass sie mich sehen, Leute. Und was das jetzt alles... oder wie das alles in Verbindung mit Mira steht. Und Tobi und Lukas und was auch immer, Leute. Auch wenn Lukas zu mir meinte, ich soll mich von Mira fernhalten. Oder ich soll aufpassen, was ich bezüglich Mira mache. Keine Ahnung. Ich muss sie eigentlich trotzdem rufen. Was ist das hier? Ist einfach ein Herz aus Blättern. Okay. Ich muss trotzdem den Kontakt zu ihr beibehalten. Weil Leute, sie ist allwissend. Sie kann alles erzählen. Sie weiß alles, was auf der YouTube-Insel passiert, also was passieren wird. Deswegen, Freunde, darf ich da auf gar keinen Fall von ihr abweichen, Freunde. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwie eine Lösung finden. Ich werde auch gucken, ob ich gleich vielleicht mit Kian reden kann. Bezüglich dem Horde, was ich eigentlich gestern machen wollte. Ich hoffe, der ist jetzt am Start. Und dann, ja, Freunde, gucken wir mal, was gleich noch so passiert. Ich hoffe, diese komische schwarze Gestalt taucht nicht wieder auf, Alter. Okay, meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier bei der Sonnenkrieger-Base mal wieder angekommen. Ey, und die sieht irgendwie immer krasser und krasser aus, habe ich das Gefühl. Ist wirklich sehr, sehr crazy. Diesmal nehmen wir den Eingang oben. Was hier passiert, hä? Hä? Wer war das? Hallo. Titashi? Hey, Zidane, bist du? Ey, Bro, hey, wo bist du? Ich sehe dich. Ah, da bist du. Ey, oh mein Gott. Gedacht, hallo, Titashi. Freue mich, dich zu sehen. Aber hallo. Immer, wenn ich hier bin... Suche ich eigentlich nach Kian, aber es sind immer andere Leute hier. Ich check das nicht. Hä, warum suchst du nach Kian? Bro, ich muss ihn fragen wegen dem ersten Horn, aber ich habe auch jetzt so viele andere Sachen, die passiert sind. Ich habe dir den Anfang der Säulen gebaut. Liebe Grüße, Muni. Hä? Ja, keine Ahnung, Bro. Säulen? Demon Slayer oder was? Ja, genau die, Bro. Nee, aber ja, keine Ahnung, was machst du hier? Wohnst du hier jetzt auch, oder? Ja, ich habe einen Raum da. Also, echt? Zeig mal. Ich soll zeigen, Bro. Ich will den Raum sehen. Egal, ja, ich will den Raum sehen. Ob du einen großen Raum hast. Das Aquarium da unten habe ich auch gebaut, aber. Wie egal, süß. Warte. Ey, das ist ein Gegner. Egal. Diesen Raum habe ich auch zum Großteil gebaut hier. Mit der Sonne auch. Ach so, nice. Das Ding ist, by the way, ich kann dir während das ein bisschen erzählen, während du uns dahin führst. Bro, ich wurde gerade wieder von Zumpi von Steinchen angegriffen. Wie? Die beiden Bro, sind die? Die haben beide ihre Items wieder. Und die meinten, dass die ganzen Entschuldigungen, so was sie halt gemacht haben, war alles fake. Also, war eigentlich klar, Bro. Ja, war das klar. Mein Zimmer, hier fängt's an. Ah, ein Baum hier bisschen in der Mitte. Natur, ja. Natur, sieht da schön kommen aus. Wir hoch. Ja, und hier ist so dein Haus. Dein Bett. Dein schönes hier Bett, okay. Hier ist Schalk hat Scheiß geklaut von Snoopy. Okay, gut. Wie ist das von Snoopy? Aber nur ein Einzelbett, was ist, wenn du mal Gesellschaft hast? Nein, hab ich schon nicht, keine Sorge. Okay, versteh schon. Ja, sieht süß aus hier, muss ich sagen. Ja, süße Einrichtung hier. Mal. Hier kann man runterfahren, wenn man Bock hat, so auf zuckersüß. Aber ja. Ganz genau. Okay, Titashi, eigentlich, warte mal, ich wollte von Kian das erste Horn holen, beziehungsweise, was heißt holen? Ich wollte ihn fragen, wo das ist oder ob er mir irgendwelche Tipps geben kann, aber als ich beim ersten Mal hier aufgetaucht bin, war Lukas hier, ne? Und Lukas, hast du nicht schon wieder, hast du es gerade gesehen, diese schwarze Gestalt? Bro, geht's dir gut? Nein, ich war im Inventar. Bro, so eine schwarze Gestalt verfolge ich irgendwie seit heute die ganze Zeit.
Ich das meine ich. Siehst du die Person auch? Wer oder was ist das? Hast du das schon mal gesehen? Jetzt habe ich es. Nein. Jetzt habe ich es zum ersten Mal, Bro. Was ist das? Da oben, hier, bei der Treppe. Bro, ich bekomme Angst. Bro, ehrlich, ich kann. Ich check es nicht. Warte mal. Lass mal. Komm kurz mit. Lass. Oh mein Gott. Warte. Ich schreib dir. Warte, wo ist meine Lytra? Ich schreib dir kurz eine Nachricht, okay? Warte. Ich glaube, das. Die hat uns nicht. Lass mal kurz zu Unheil 4, okay? Bro, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab gehofft, dass diese schwarze Gestalt nicht mehr auftaucht. Aber jetzt ist sie wieder da. Oh mein Gott. Bro, was ist das, Bro? Bro, sie verfolgt mich seit heute die ganze Zeit. Und sie hat mir auch schon einen Totem gezogen und so. Irgendeine Macht oder sowas. Wie? Sie hat den Totem gezogen? Guck mal, ich versteh's auch nicht. Ich habe ein Buch bekommen. Man kann sagen, das Buch ist wieder weg. Ich kann es dir kurz geben, guck mal. Da steht, dass ich irgendwie die Wahrheit herausfinden muss. Und ich muss, da sind irgendwelche Zeichen abgebildet und ich habe nur 3 Tage oder... Mein Gott, nein, das kann nicht sein. Dieser Gestalt ist wieder hier, Die Tasche, die Gestalt ist wieder da. Hinter dir stand die gerade, Mann! Ey, Bro, ich bekomme Angst, sagt er. Hä, Weg zur Wahrheit, Bro, ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchst du irgendwas... Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Blume? Die Blume der Wahrheit, Bro. Die Blume der Wahrheit von mir. Aber wo siehst du hier eine Blume? Keine Ahnung, aber die Blume heißt auch die Blume der Wahrheit. Ja, ey, ich check gar nichts. Okay, ey, Titashi, Bro, ich hab keine Ahnung. Die Zuschauer müssen mir auf jeden Fall Kommentare schreiben, was damit gemeint ist. Aber ich hab nur noch drei Tage Zeit. Ja, aber als ob die so krasse Kräfte hat, Bro, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Woher will sie bitte Kräfte haben? Das ist das Ding, das hat mir einfach am Anfang ein Totem gezogen, diese schwarze Gestalt. Ich weiß nicht, was das ist, was es vorhat, was es vor mir will. Er ist irgendwie ein Stalker oder so, der verfolgt mich die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und wenn ich den attackieren möchte, haut er einfach ab. Er haut einfach ab, wenn ich dem nur zu nahe komme. Es geht nicht. Das ist krass, Bro. Ja, vielleicht eine Falle stellen oder so, Bro. Ich habe keine Ahnung, aber... Falle stellen? Das ist wirklich komisch, Bro. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst. Ja, das macht mir auch komplett Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Bro, was? Ich habe gerade im F5 geguckt und ich stand da gerade ganz hinten auf dem Dschungelbaum. Bro, nicht schon wieder. Das ist geistkrank. Wirklich, die ist 24-7 da, diese Person. 24-7 ist sie mich am Verfolgen. Ich glaube, wir müssen hier langsam weg, sag ich dir ehrlich. Ich glaube auch, wir müssen hier langsam weg. Bro, ich check's nicht. Das gefällt mir gar nicht, Tashi. Wirklich, Bro, was? Was sollst du sagen? Mir gefällt's auch kein bisschen, Bro. Ich fühle mich irgendwie unwohl hier. Oh mein Gott. Ach du Kacke, Bro. Zitashi, ey, Bro, ich hab keinen Bock mehr. Zitashi, hau ab! Ey, oh mein Gott, geh zum Nachhinein. Hau ab. Oh mein Gott, nein, ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben, Leute. Ich kann es nicht glauben. Das kannst du auch keinem erzählen. Wie kann das sein? Der nimmt jetzt sogar meine Freunde auseinander. Ey, nein, Leute, ich muss die Folge hier beenden. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich das ganze Rätsel lösen kann, schreibt mir jetzt in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, meine lieben Freunde. Und ich muss sofort offline gehen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.